warum Stradivari-Geigen so teuer sind. Sie sollen zu den besten Geigen der Welt gehören. Auch wenn du kein Musiker bist, hast du wahrscheinlich den Namen Stradivarius schon einmal gehört. Viele Geiger träumen davon, ein Instrument des größten Geigenbauers aller Zeiten spielen zu können. Aber warum sind sie so teuer? Heutzutage kann eine Anfängervioline zwischen 300 und 1000 Euro kosten. Stradivari-Geigen verkaufen sich für Millionen von Euro. Beobachte, warum Musiker und Sammler bereit sind, einen so hohen Preis für diese Instrumente zu zahlen. Aber zuerst vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um einer der ersten auf der Sonnenseite zu sein, der unsere Videos sieht. Stradivarius-Geigen wurden von Antonio Stradivari entworfen. Er wurde 1644 geboren und eröffnete seinen Geigenbau in seiner Heimatstadt Cremona, Italien. Aber er hat beim ersten Versuch keine Meistergeige gebaut. Schon als Schüler des italienischen Geigenbauers Niccolò Amati begann er mit dem Geigenbau. Zuerst waren seine Geigen wie die seines Mentors, klein, solide gebaut und hellgelb lackiert. Aber er hat nicht damit aufgehört. Er experimentierte jahrelang mühsam und entschied sich eine Weile für den Bau größerer Geigen, die mit einem tieferen Lack überzogen waren. In den 1700er Jahren beschloss Stradivari, seinen Stil noch einmal zu verbessern und hatte seine sogenannte goldene Periode, eine Zeit, in der er das beste Werk seines Lebens schuf. Er begann, seine Geigen mit dem charakteristischen orangenbraunen Lack zu bedecken und verwendete exzellentes Holz, auch das des Ahornbaums. Die in dieser Zeit gefertigten Geigen sind so meisterhaft, dass einige von ihnen individuelle Namen und Reputationen haben. So befindet sich beispielsweise die 1704 produzierte Geige Betz heute in der United States Library of Congress und die 1715 produzierte Geige Allard gilt als die beste Stradivari überhaupt. Falls du es nicht wusstest, Stradivari produzierte auch andere Saiteninstrumente. Celli, Harfen, Gitarren und Bratschen. Aber es war seine Methode des Geigenbaus, die andere Jahrhunderte lang versucht haben zu replizieren. Stradivari setzte den Maßstab dafür, wie eine Geige klingen sollte, wie sie aussehen sollte und wie sie gespielt werden sollte. In seiner italienischen Heimat produzierte er weiterhin Instrumente, bis er im Alter von 93 Jahren starb, nachdem er schätzungsweise 1100 Instrumente gebaut hatte. Von diesen 1100 überlebten heute rund 650, davon 550 Geigen. Viele sind noch über 250 Jahre nach seinem Tod im Einsatz. Diese Geigen sind auf der ganzen Welt zu finden. Im Jahr 2014 wurde die Stradivari-Geige Kreuzer in einem Schrank im Haus der US-Erbin Haguette Clark gefunden. Es scheint also, dass es noch Chancen gibt, dass mehr von seinen Instrumenten gefunden werden. Stradivarius-Geigen erzeugen kraftvolle und durchdringende Töne. Sie sollen Helligkeit, Ausdruckskraft und Brillanz, Begriffe, die die Klangqualität beschreiben, haben. Es gibt auch die weit verbreitete Meinung, dass Struts, anders als alle anderen Geigen, ihren Klang in den Raum projizieren können, aber für den Musiker, der spielt, relativ ruhig wirken. Im Allgemeinen wird angenommen, dass sie eine bessere Klangqualität haben als neue Geigen. Forscher haben versucht, das Geheimnis zu ergründen, das Struts zu den besten Geigen der Welt macht, und die Theorien sind vielfältig. Einige sagen, dass Stradivarius-Geigen aufgrund des verwendeten Holzes, der Größe der F-Löcher im Design oder der Lackierung so überlegen sind. Einige Theorien behaupten, dass das Geheimnis in der gleichmäßigen Dichte der beiden Holzplatten liegt, die den Körper der Geige bilden. Andere sagen, dass das Geheimnis eine chemische Behandlung ist, die Holzwürmer und Pilze abtöten soll. Eine 2015 von MIT durchgeführte Studie zeigte, dass das Geheimnis des tiefen akustischen Klangs der Geige in der Gestaltung und Größe der F-Löcher auf der Vorderseite der Geige liegt. Mit mehr Langlöchern kommt mehr Klang. Stradivari machte die Löcher länger und größer als alle anderen Geigen vor seiner Zeit. Wissenschaftler haben versucht herauszufinden, ob der ganze Hype und Mythos um Strats gültig ist. Die Geigen wurden durch CT-Scans und Röntgenaufnahmen geführt und waren Gegenstand mehrerer Studien. Im Jahr 2017 wurde in einer in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie untersucht, wie die Probanden auf den Klang neuer Geigen im Vergleich zu Struts reagierten. Sie testeten speziell eine Eigenschaft, die du vorhin kennengelernt hast. Struts können den Klang projizieren, während sie dem Spieler direkt neben dem Instrument ruhig erscheinen. Leider konnte die Studie für die Marke Stradivarius keinen Beweis dafür finden, dass die Strats so funktionieren könnten. Der Konsens war, dass wenn die Geigen den besten Klang projizierten, sie auch viel lauter für den Interpreten klangen.
Einige der Interpreten dachten tatsächlich, dass die Klangprojektion bei neuen Geigen besser sei. Eine weitere Studie wurde 2012 unter der Leitung der französischen Akustikforscherin Claudia Fritz durchgeführt, bei der 17 professionelle Geiger getestet wurden. Sie alle hatten Augenbinde und wurden gebeten, drei Arten von Geigen zu spielen. Stradivarius-Geigen, Geigen eines anderen italienischen Geigenbaumeisters namens Guarneri und neue Geigen. Von den 17 Probanden konnten 7 den Unterschied nicht erkennen. 7 wählten falsch und nur 3 hatten recht. Auch wenn die Wissenschaft sagt, dass es keinen großen Unterschied zwischen Strats und neueren Geigen gibt, haben viele Menschen immer noch starke Vorlieben für den Strat und haben emotionale Bindungen zum Instrument aufgebaut. Die Geschichte, das antike Element, die Seltenheit und der Mythos der Stradivarius-Instrumente machen sie zu den am meisten verehrten der Welt. Trotz allem, was die Wissenschaft zu sagen hat, sind viele der übrig gebliebenen Geigen einige der teuersten der Welt. Antikes Auktionshaus 1957 Seth Thomas Violine. Sie wurden in privaten Auktionen an Banken, Wohltätigkeitsorganisationen und Menschen verkauft, die Musik sehr lieben müssen, um einen so hohen Preis zu zahlen. Schätz kurz, für wie viel die teuerste Stradivari verkauft wurde. Bedenke, dass eine Geige, die auf einem mittleren Niveau gespielt wird, etwa 1500 Euro kostet. Die teuerste Stradivarius wurde für mehr als 15 Millionen Euro verkauft. Aber nicht alle Stradivarius-Violinen sind so teuer. Einige sind mit rund 2 Millionen Euro bewertet. Einige dieser teuren Geigen wurden auch an Musiker verliehen. Stell dir den Druck vor, ein Instrument im Wert von 2 Millionen Euro in deinen Händen zu halten. Einige der besten Musiker der Welt hatten die Möglichkeit, eine Stradivari zu spielen. Darunter Anne Akiko Myers, Joshua Bell und Yo-Yo Ma. Da die Instrumente so hoch bewertet sind, gibt es viele Fälle von Menschen, die behaupteten, echte Stradivarius-Instrumente zu verkaufen, die sich als Fälschungen erwiesen haben. Im 19. Jahrhundert wurden Tausende von Geigen mit dem Label Stradivarius gebaut, auch wenn es sich nicht um originale Stradivarius-Instrumente handelte. Die Geigenbauer wollten die Leute aber nicht täuschen. Es war eigentlich üblich, ein Stradivarius-Label anzubringen, um zu sagen, dass die preiswerte Geige nach dem Vorbild des Stradivarius-Geigen gebaut wurde. So würden die Leute wissen, dass sie kein Original, sondern eine Geige mit ähnlichem Design kaufen würden. Leider bedeutet dies für uns heute, dass ein Stradivarius-Label keine zuverlässige Möglichkeit ist, echte Stradivarius-Geigen von Fälschungen zu unterscheiden. Es braucht ein erfahrenes Auge und jahrelange Erfahrung mit tausenden von Instrumenten, um festzustellen, ob eine Stradivari echt ist oder nicht. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, da zu einem bestimmten Zeitpunkt 15 bis 20 Stradivarius-Instrumente über die wichtigsten Händler in London, New York, Paris und Rom verkauft werden. Der Stradivarius-Markt ist klein, aber sehr wettbewerbsintensiv und es wird erwartet, dass sich der Preis der Geigen jedes Jahrzehnt verdoppelt. Die Messias-Geige, die Stradivari während seiner goldenen Zeit 1716 baute, gilt als die makelloseste Strat der Welt. Sie wurde noch nie gespielt und hat einen geschätzten Wert von 20 Millionen Euro. Der Messias wurde nicht verkauft und ist derzeit im Ashmolean Museum in England ausgestellt. Aber wenn es zu diesem Preis über einen Händler gekauft wird, wäre es die teuerste Geige aller Zeiten. Würdest du es vorziehen, ein teures Stradivarius-Instrument oder eine preiswerte neuere Geige zu besitzen, wenn sie eine ähnliche Klangqualität aufweist? Sag es uns im Kommentarbereich. Teile dieses Video mit deinen Musikfreunden und vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite zu bleiben. Bye bye!